Wladyslaw Bartoszewski, geboren 1922, Warschau. Am 9. Januar 1943 besuchte Heinrich Himmler mit seinem Stab unerwartet das Warschauer Ghetto. Als Ergebnis dieses Besuches und eines an höheren SS- und Polizeiführer Krüger in Krakau gerichteten konkreten Befehls Mitte Januar 8000 Menschen aus dem Warschauer Ghetto in die Konzentrationslager im Distrikt Lublin zu transportieren, marschierten am 18. Januar 1943, ein Montag, früh um 7.30 Uhr deutsche Polizeieinheiten unter dem Kommando von Oberst Ferdinand von Sammann-Frankenegg ins Ghetto ein, um eine neue Aussiedlungsaktion durchzuführen. Die Deutschen stießen hier das erste Mal auf organisierten Widerstand. Ein von der jüdischen Kampforganisation ZOB an diesem Tag herausgegebenes Flugblatt lautete: Juden, der Okkupant beginnt den zweiten Akt unserer Ausrottung. Geht nicht willenlos in den Tod, wehrt euch. Greift zu Beilen, Brecheisen, Messern, verbarrikadiert eure Häuser. Sollen sie euch so nehmen. Im Kampf liegt eine Möglichkeit zur Rettung. Kämpft! Die Gruppen der ZOB nahmen den ungleichen Kampf mit den Deutschen auf, die eine Treibjagd in den Straßen Gesia, Mila und Niska, Lesno, Novolipi und Schmotscha veranstalteten. Im Informationsbulletin, dem Organ der AAK, finden sich folgende Notiz: Die auf Widerstand stoßende deutsche Polizei antwortete mit Schüssen und Granaten, wobei hunderte Personen getötet wurden. Sie fürchtete sich jedoch, die verteidigten Häuser zu betreten. Die organisierten Widerstandspunkte wehrten sich Montag und Dienstag. Sie wichen erst vor zwei am Mittwoch herangezogenen SS-Kompanien, die in Kampfbereitschaft mit Maschinengewehren, Granatwerfern und Sanitätswagen in das Ghetto einrückten. Es begann ein Blutbad unter der Bevölkerung, die angeregt durch die Vorfälle der vergangenen Tage unter Zuhilfenahme der primitivsten Mittel wie Stangen, Eisenstäben und Stein aktiven Widerstand leistete. Dieser Widerstand wurde von den SS-Abteilungen blutig unterdrückt. Die deutschen Verluste lagen bei mehreren getöteten Polizisten und SS-Männern und ebenso vielen jüdischen Polizisten. Die deutsche Aktion wurde am Donnerstag abgebrochen. Das Ghetto erwartete jeden Moment ihre Wiederaufnahme. Mutter Rassour, 1908, Umgebung Haarlem. Heute Nacht eine Prinzessin geboren in Ottawa, in Klammern Anmerkung des Übersetzers, Königin Wilhelmina und die niederländische Regierung waren in London. Kronprinzessin Juliana mit ihren Töchtern Beatrix und Irene in Kanada. Prinz Bernhard zeitweilig in London oder Kanada. Schmiedeknecht Hans, 1911, Tunis. Tunesien, herrliche, fruchtbare Landschaft, Oliven, Wein, Ackerbau, bewaldete Berge, blühende Bäume, breite Straßen, geordnetes Bahn- und Telegrafennetz. Spritzung durch englische Flieger in die Luft geflogen, verbrannte Hecken und Menschen. Kutschfahrt vom Judendoktor zum Millionär. Betrieb angesehen, prima doniert, schöne Wohnung, Wein in Plantagen. An Gutapfelsinen vollgefuttert, Mandelbäume. Süße Zitronen, 16.30 Uhr, Abfahrt durch Araberviertel, Fliegeralarm und Bomben. Heinz Felix M., 1913 bis 1983, Lappland, an Margot Breusch. Liebe Margot, mit viel Getöse und Geschrei habe ich mir jetzt etwas Ruhe erkämpft, um endlich wieder einmal einen Brief schreiben zu können. Der Rundfunk spielt gerade das Friesenlied. Ich bin ja zwar nicht da beheimatet, wo die Möwen schreien, aber an der See habe ich mich auch bereits getummelt, auch darin. So ist die Situation immerhin etwas heimatlich und wenn ich jetzt noch dazu die kleine tapfere Soldatenfrau höre, dann bin ich restlos bedient. Oh, wie schön ist doch der Kriegskitsch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sie etwa Gefallen an derartigen Sachen finden. Einen Pfundschlager höre ich gewiss lieber als diese Gefühlsduselei. Hier lässt sich nicht einmal mehr über die Geschmäcker streiten. Und wovon träumen Sie zurzeit? Ich weiß, Sie wünschen erst mal eine Nacht, in der Sie auch von Träumen ungestört schlafen können. Aber wovon träumen Sie zum Beispiel, wenn Sie, wie Sie es mir bereits geschildert haben, allein zu Hause sind und sich eine persönliche Arbeit zur Hand genommen haben? So ein bisschen grübelt, hofft, wünscht oder erträumt man sich doch dabei? Finden Sie meine Frage etwa indiskret? Im Übrigen denke ich, in einigen Wochen Ihrem Wunsch nach einem Bild gerecht werden zu können. Ein Urlauber hatte ein paar Aufnahmen von mir gemacht. Und bekomme ich auch einmal eine Gegengabe? Ich muss doch wissen, ob mein ehemaliger Traum eine Fata Morgana oder eine Täuschung mit Plus oder Minus gewesen ist.
Hausenstein, Wilhelm, 1882 bis 1957, Dutzing. Heute Nacht gegen 12 Uhr Fliegeralarm. Gespräch mit Margot über die Frage, ob eine Definition des Begriffs Romantik möglich sei. Nach vielen Anläufen kam ich auf die Formel, Romantik sei verlorene Identität. Wobei zum Beispiel der Genter Altar das Urbild der behaupteten, der innegehaltenen Identität, also das Gegenteil des Romantischen wäre. Wir kamen überein, man müsse die einzelnen großen Beispiele romantischer Disposition, Novalis, Jean-Paul, die Romantiker in der deutschen Malerei, Schelling, Beethoven, Delacroix, Géricault, Victor Hugo, Stendhal, Berlioz, Chopin, Byron, Shelley, Walter Scott, Constable, Pushkin, Lermontov und so fort aufstellen, das Romantische an ihnen präzisieren, die individuellen Bestände vergleichen, das Gemeinsame, soweit es ein solches gibt, etablieren und die individuellen Fälle des Romantischen, da sich das Romantische eben zum großen Teil nur oder besonders deutlich am Individuellen definieren lässt, nebeneinander stellen. Himmler, Heinrich, 1900 bis 1945, Notizen. 9.30 Uhr aufgestanden, 10 bis 12.30 Uhr gearbeitet, 13 Uhr, Gauleiter Koch, 13.30 Uhr bis 14 Uhr, Oberst von Pannwitz, 15 bis 17 Uhr Eisstockschießen, 17.30 Uhr bis 19 Uhr gearbeitet, Suchanek, 20 Uhr Abendessen mit Oberst von Pannwitz. Telefongespräche, 10.45 Uhr SS Stabsführer Baumert, Berlin, Fliegermeldung, fast keine Bestellung von 2 Büchern für Geschenkzwecke. 11.20 Uhr SS Gruppenführer Güttner, Berlin, Kampfgruppe Fegelein, nur noch 70 Mann, Neuaufstellung der Division, Ausrüstung, Begleitbataillon, Treuenfeld, kam bei Überwachung der Neuaufstellung. 12 Uhr, SS Obergefreiter Wolf aus Berlin zurück. 21.30 Uhr, SS Obergefreiter Wolf, W.SCH. Militärische Lage, Termin für mich, Ausrüstung, SS T-Division und SS Begleitbataillon. Tschech Danuta, Auschwitz-Birkenau. Mit einem Transport des Reichshauptamtes aus dem Ghetto in Zambrów sind etwa 2000 polnische Juden, Männer, Frauen und Kinder eingetroffen. Nach der Selektion werden etwa 1702 Menschen in den Gaskammern getötet. Mit einem Transport des Reichshauptamtes aus Krakau sind 1372 Menschen eingetroffen. Mit dem Transport sind 400 Juden aus dem Ghetto in Krakau sowie 569 männliche und 403 weibliche Häftlinge aus den Gefängnissen in Krakau angekommen. 350 deportierte Juden werden in den Gaskammern getötet. Die Kommandantur des Konzentrationslagers Auschwitz wird vom WVHA angewiesen, die den Angehörigen bzw. deutschen Dienststellen übersandten Kleidungsstücke verstorbener Häftlinge sorgfältig von Blutflecken zu reinigen. In die Leichenhalle des Stammlagers werden die Leichen von 53 Häftlingen eingeliefert, 3 Tote, Stamm aus Birkenau und einer aus dem Nebenlager Buna. Heinz Felix M., 1913 bis 1983, Lappland. An Margot Preusch. Liebe Margot, eben fällt mir im Zusammenhang mit Ihrer Schilderung von der Abgabe Ihrer Kleider an Ihre Base wieder ein, dass Sie selbst schneidern. Ich sehe gerne bei Handarbeiten zu. Nicht, dass ich überhaupt gerne bei der Arbeit zusehe, nein, ich arbeite selbst auch manchmal gerne. Aber ich hatte schon als Jüngling im lockigen Haar einen besonderen Spaß meiner Mutter bei ihren Handarbeiten zuzusehen, die flinken und eleganten Handbewegungen zu beobachten und zu warten, bis dann so ein kleines richtiges Kunstwerk fertig ist. Es ist nur schade, dass man meist nicht sieht, wie viel Arbeit und Geduld in solchen Sachen steckt. Jedenfalls habe ich für Handarbeit jeder Art, also auch der von Handwerkern, sehr viel übrig. Diese Erzeugnisse haben dann auch gegenüber der Maschinenarbeit den Vorzug der Originalität und Einmaligkeit. Und ich kann mir denken, dass sie sich nicht nur aus der Not des Augenblicks heraus, sondern vor allem aus der Freude an der eigenen Arbeit mit solchen Sachen beschäftigen. Eben höre ich den Walzer für dich und für mich. Ob wir damit gemeint sind? Zu beweisen ist das leider nicht, da wir ja noch nicht du zueinander sagen. Aber schließlich kann man diese Form der Anrede auch als dichterische Freiheit bezeichnen.
Lehmann Fritz, 1904 bis 1956, Königsberg. Vor einigen Tagen meldete das Deutsche Nachrichtenbüro, dass die deutsche Führung sich veranlasst gesehen hätte, im Gebiet von Stalingrad zu den nach Norden, Osten und Süden gerichteten Fronten nun auch noch eine nach Westen liegende herzustellen. Es wäre dadurch eine raumweite Sperrstellung entstanden, in der die größten Heldentaten deutscher Soldaten geleistet würden. So viel und noch mehr Worte um die einfache Tatsache, dass wir nunmehr schon 200 Kilometer vor unserer Front einen gewaltigen Kessel zurückgelassen haben. In diesem Kessel stecken noch etwa 200.000 deutsche Soldaten. Vielmehr, so viel sind es einmal gewesen. Inzwischen dürfte ihre Zahl durch Hunger, Krankheiten und Verluste vielleicht um die Hälfte gemindert sein. All dies war nicht etwa unvermeidlich. Diese deutschen Männer hätten aus der lange Zeit hindurch nur unvollständigen Kesseleinrichtung samt und sonders gerettet werden können. Sie werden nunmehr hingeopfert, nur weil Adolf Hitler in seiner letzten Rede versichert hat, was wir einmal in der Hand haben, werden wir nie wieder hergeben. Der Marotte eines pathologischen Mannes zuliebe verschwendet Deutschland das Blut von 200.000 seiner besten Söhne. Der deutsche Wehrmachtsbericht ist in dieser Woche meist kurz. Bis dahin wurden die einzelnen Frontgebiete gesondert besprochen. Es wurden Flüsse, Landschaften, Ortsnamen erwähnt. Nunmehr heißt es, schlicht und einfach, im Süden der Ostfront haben die schweren Abwehrkämpfe anhalten. Und neuerdings, in beweglicher Abwehr haben unsere Truppen den Gegner überall aufgehalten. Bei dieser neuartigen beweglichen Abwehr sind wir bis nahe vor Rostow zurückgegangen und haben im Süden das mühsam errungene Gelände des Kaukasus bis auf seinen nordwestlichen Teil wieder aufgeben müssen. Gerken, Mabel Air. Mensch, heute haben wir uns von 6.30 Uhr bis zum Feierabend abgequält. Wir haben ein anderes Flugzeug zum Teil mit dem Außenschutz bearbeitet. Martha hat eine Reihe von Nieten angebracht, ungefähr 12 Dutzend. Ich habe an der Außenseite die Schrauben angesetzt. Ich hatte keine Ahnung, dass es so einfach war. Als ich gestern an der Innenseite war und Martha setzte die Schrauben an, schien sie große Schwierigkeiten zu haben. Aber für mich war es einfach. Ich fing an zu glauben, dass ich ziemlich gut war. Die obere Außenhaut schien aber im Wege zu sein. Ich rief also eine der älteren Frauen. Wollten wir etwas über diese obere Schicht tun? Rief ich. Das ist das, was Sie festnieten, schrie sie zurück. Aber das niete ich nicht fest, sagte ich. In kurzer Zeit, schneller als ich es sagen kann, war sie neben mir. Zum Teufel, schrie sie, Sie stecken die Niete nur durch einen Teil des Außenschutzes. Zum Teufel, das genügt nicht. Martha war im inneren Teil des Flugzeuges und versuchte zu verstehen, was los ist. Ich raste zu ihr, um es ihr zu sagen. Wir mussten uns anschreien, weil die anderen so viel Lärm machten, dass man es nicht hören konnte. Nehmen Sie einen Schraubenschlüssel und halten Sie diese Nieten, während ich die Schrauben wieder abnehme. Natürlich konnte sie das nicht verstehen, denn wir hatten sie gerade angeschraubt. Sie kam also herausgekrochen, um sich das anzusehen.